Hallo, herzlich willkommen zur Folge S19 mit Madame Mark auf der Trichenkarte. Es geht weiter. Wir gucken gerade mal, ob der ganze Rummel hier auch wieder Renten hat, der letztrigen. Was macht der denn? Alter Vater, da tut's ja damit überhaupt nicht. Nicht benutzen, ey. Das tut es ja gerade mal so gar nicht. Ich werde jetzt gucken, dass wir jetzt erstmal den Helfer wieder hier ins Rennen kriegen, weil irgendwie das hat's ja bisher noch so gar nicht getan. Er soll uns ja hier nur rapsäen. Das kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein, meiner Meinung nach. Also der Johnny steht da auch noch, der müsste auch fertig sein. Ich würde ja ganz gerne hinten schon anfangen, Tritikale und den Mais zu ernten. Dadurch, dass wir aber aktuell noch so viel Feldarbeit zu tun haben, würde ich das jetzt gerade noch mal ein bisschen hinten anstellen. Vielleicht gleich schon mal ein paar. Ein LKW müsste jetzt schon da sein. Vielleicht schon sonst noch so ein bisschen Technik dahin hinstellen. Aber jetzt noch nicht. Oh, Alter, der kommt auch lang geschossen. Zumindest schon mal so ein bisschen Technik dahin hinstellen. Ob wir es dann im Endeffekt schaffen zu ernten. Die Frage lasse ich jetzt erstmal außen vor. Die will ich jetzt gar nicht beantworten. Aber nur vielleicht schon mal, dass die Technik dahin steht. Gerät müsste entladen werden. Voll will mich das heute irgendwie alles verarschen. Was ist denn los heute? Was ist denn los heute? So, zack, zack, zack. Habe ich einfach verkehrten Modus eingewählt? Habe ich. Abfahrt einschalten. So, Rapsäter hier. Das ist genau das, was wir wollen. Weil wir noch ein bisschen was brauchen für die Dingsproduktion. So, das läuft auch. Haben wir theoretisch ja schon vorbereitet, also will ich mal spontan reinkommen. Dann darf er nun auch loslegen. Beziehungsweise machen wir noch mal kurz einen kleinen Abstecher bei der Tanke. Dass er zumindest nochmal tankt. Der ist ja auch wirklich voll getankt ist. Fahren wir wahrscheinlich das Gespann mal eben manuell dahin. Weil ich weiß nicht, wie Autodrive im Endeffekt mit sowas umgeht. Ob das überhaupt gut funktioniert oder nicht. Entlädt er zumindest Karotten? Ich den verkehrten Modus ausgewählt oder was ist hier heute los? Vario, ne? Hat entladen. Vielleicht habe ich mich einfach nur verguckt. Endeffekt möchte ich ja, dass wir bisschen jetzt ins Ernten kommen, vor allen Dingen was so angeht, hier Mais und so weiter. Da müssen wir Körnermais und so weiter, brauchen wir alles. Und wir sind ja aktuell auch noch so ein paar Vorbereitungen antreffen. Die Kartoffeln sind leider noch nicht reif. Da werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurückkommen. Wir werden jetzt aber gucken, dass wir die Technik relativ wieder ans Fahren bekommen. Darunter zählt vor allen Dingen Säen. Was hatten wir denn auf dem letzten, was hatten wir denn aktuell auf dem Feld 16 letzte Mal gehabt? Weiß das noch einer? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Hatten wir da Weizen? Ne, Weizen kann ja nicht sein. Wir hatten Raps angebaut. Genau, Raps stand auf dem Schlag. Das heißt, wir müssten jetzt ja Raps. Können wir meist nicht, würde ich Weizen dorthin hin anbauen. Ja, könnten wir gleich theoretisch mit dem 7R ja vielleicht machen oder mit dem New Holland. Müssen wir mal gucken. 7R oder New Holland müssen wir gleich mal gucken. Na scheiße, jetzt wäre natürlich, wenn wir hier gerade gefahren wären, natürlich ein bisschen geiler gewesen. Ich glaube, wir wenden unten mal eben, weil ich glaube, sonst wird das hier wohl nichts. Ich will mal gucken, dass wir da relativ gerade dann langkommen, sonst glaube ich, dass das nichts wird oder nichts Schönes jetzt zumindest.
Wir können auch theoretisch noch hacken, fällt mir gerade mal so ein. Denn theoretisch müssten wir noch Dings anfangen. Hack, ach ja, ich glaube gar nicht, dass die Pappeln reif sind, fällt mir gerade mal so ein. Aber sonst könnte man ja schon überlegen, ob man Pappeln nicht schon anfängt zu ha pa Pappeln hacken. Könnte man ja mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Kurs für Feld, was das. Ich kann mir die Felder nicht merken. Das ist auch immer das, was ich hasse. 9. Ob ich dafür überhaupt schon irgendwie einen Kurs habe. Nö, nur grubbern und säen. Kursgenerierung. So, Feld 9. Vorgewendebahn 3. Im Uhrzeigersinn Überlappung 12 Meter. Feldkurs generieren. Feld 9. Grubbern. Feld 9. Scheiße. Feld 12. Feld 9. Sollen wir das richtige Feld machen? Ja. Feld 9. Feld 9. Dreschen. 12,1 Meter speichern. Erster Wegpunkt. Abfahrer einschalten. Jetzt müssen wir hier wieder hin. Ah, komm voran. Komm voran. Zwar nicht so schön schnell, wie wir das ganz gerne hätten, aber es läuft ja. Ah, der Wario hat Karotten aufgenommen, das ist gut. Das ist schön. Läuft der Hase da ja schon mal. Müssen wir, glaube ich, gucken. Ich glaube, ich habe zu Feld 12 gerade den Abfahrer. Ne, habe ich gar nicht. Wo ist denn der Abfahrer hin, der die Karotten zur Dingsproduktion fahren sollte? Steht der da vorne wieder? Ah, der steht da vorne wieder. Dann könnten wir den ja gleich mal oben bauen für Feld. Ich dachte, jetzt kommt hier gleich der Fan angeschossen. So, weil wir brauchen ja noch einen Abfahrer für den Mais. Das müssen wir gleich mal gucken, dass wir das auch noch organisiert da hinten bekommen. Weil sonst geht uns hier halt die Technik aus. Weil den 8R würde ich ja gleich ganz gerne zum Grubbern benutzen. Da müsste da hinten erst nochmal Gülle, Gerreste oder irgendwas ähnliches drauf. Haben wir ja gerade eigentlich so auch nicht. So, jetzt müssen wir eben ganz kurz gucken. Hier läuft's. Das läuft auch. Da steht noch ein LKW. Da steht, da fährt der, da ist der unterwegs. Da der, was? Wollte der nicht abladen? Ah, scheiße, der hat jetzt ja schon wieder neue geladen. Das ist jetzt aber dumm. Denn dann machen wir es jetzt mal anders. Da will ich nicht. Den raus. Da Kurs ändern, denn du sollst gleich nur Feld 9. Ne. Feld 9 anfahren. Aber jetzt musst du erst nochmal eben abladen. Nützt ja nichts. Der Vario müsste auch gleich hier um Ecke kommen. Der ist gerade nämlich auch mit 50 km/h hier entlang scheppern. Soll er nämlich jetzt erstmal wieder einlagern, den ganzen Kram. Dann lagern wir das nämlich ein. Wo kommt der Fendt? Der Fendt müsste auch gleich irgendwo ankommen, denke ich mal. Ach, da kommt er lang gefahren. Das ist doch schön. So, denn dann zack. Fährst du zu Feld 9 und kümmerst dich gleich darum, dass der Abfahrer abgeladen wird. Genau. Tiere könnten, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Müssen auch mal ganz kurz reinschauen. Sieht ganz gut aus. Fehlt nur Stroh. Milch ist ganz viel da. Gülle hätten wir hier zur Not. Also, wir hätten noch 200 Liter Gülle circa über. Könnte man jetzt nur rein theoretisch gleich mal umswitchen. Wollte ich gucken. Da wollte ich gucken. Gülle denn hier die.
Ja, gute 200k Gülle, wenn wir jetzt mal Global Company gucken. Feld, was ist das für ein Feld? 3. 3 braucht Mist, Gülle. 176.000 Liter brauchen wir für das Feld. Das ist grundsätzlich ganz gut, denn das hätten wir. Dann würde ich da gleich auch mit Zubringern arbeiten. Theo, wenn wir noch zwei Zubringer hätten, theoretisch. Wenn mich jetzt hier gleich keine haben, ist mir das egal. Ah ne, wir haben ja noch zwei Zubringer, da sind auch noch zwei LKWs vor, dann nutzen wir die auch gleich als Zubringer für das Feld. Da würde ich aber noch ein bisschen warten oder könnten wir die jetzt schon losschicken? Ne, macht noch gar keinen Sinn, weil der 7R, der 8R noch gar nicht fertig ist mit Mist fahren. Dann würde ich das Mistfahren dann auch gleich unterbrechen. Obwohl, macht Sinn. Macht es keinen Sinn? Ich überlege gerade. Macht theoretisch keinen Sinn. Doch, theoretisch macht Sinn. Macht Sinn, macht es keinen Sinn. Ja, das ist voll. Ja, ich weiß, es ist alles voll, aber ich kann es gerade nicht ändern. Überlege gerade, macht es gerade Sinn, irgendwas umzukoppeln, dass ich den 8R für Güllefahren mobilisieren kann? Können wir gleichzeitig noch Mist fahren? Für Feld 15, das müsste nämlich auch noch fertig. Ich überlege gerade, ob wir da irgendwas Passendes an Technik gerade da haben, oder beziehungsweise nicht da haben, sondern verwenden können. Natürlich, wir haben den 8R noch, den 7R, den könnten wir noch verwenden. Theoretisch. Ich überlege gerade, ob das sinnig ist oder nicht. Kuhstall. Gülle ist auch noch ein bisschen was da. Mist ist auch noch ein bisschen was da. Das ist ja grundsätzlich gut. Kann ich's? Ich muss mal gucken lassen, wie viel PS unser 7R hat. 352. Und wie viel braucht das Fass? Das ist ja mit dem 8R schon Krampf. 350, das wäre so gerade an der Grenze. Was hat denn unser 8R? 4, na gut, der hat 100 PS mehr. Was braucht denn der Gruppe an PS? Ne, was braucht denn der Mischsteuer an PS? Das ist ja jetzt gerade wichtig. 200 irgendwas. Könnte man den umkoppeln. Macht aber keinen Sinn, glaube ich. Macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir den einmal da drunter stellen, dass der im Endeffekt rallt. Welchen Abfahrer der hat. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht oder gar keinen Sinn macht. Weil ich würde ja schon mal austesten, ob ich nicht Gülle auch ohne Zubringer fahren kann. Also im Endeffekt, dass der im Endeffekt selbstständig im Endeffekt auflädt, ablädt und so weiter. Weil Theoleo praktisch könnte das klappen, würde ich sagen. So, laden wir jetzt, stellen wir den mal da drunter. Scheiße, jetzt hat er es zugemacht, der Affe. Nein, 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 nein. Du bleibst jetzt da schön stehen, bis du abgeladen hast. Steckt im Verkehr fest. Ja gut, dann lassen wir im Verkehr feststecken. Ist mir da egal. So.
So. Passt eigentlich immer ganz gut. Zum Ende der Folge, zack, Screenshot machen, aber eigentlich immer ganz geile Bilder, meiner Meinung nach. Jetzt warten wir mal eben kurz, bis der leer ist. Mal gucken. Kann ich dem sagen, Plane verwenden? Ne, das traktorspezifische Einstellung. So. So. Ich sitze schon wieder durch. Mein Gott, was rennt die Zeit? Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder weiter auf Fall Guys 19. Bis dann, danke. Tschüss.